Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play, ich habe keine Ahnung, Lufia 2. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört und anscheinend müssen wir irgendwas mit diesen Dingen anschauen. Ich kann mich aber noch genau erinnern, was es war, deswegen wird das hier auch kein großes Rätsel sein. Und zwar das, dann komme ich hier runter, dann dieses hier, und wir sind drüben. Und wir sind schon bei der Boss-Tür. Wow, das ist so schnell gegangen. Verwunderlich. Und los geht der Kampf. Gut, die Steuerung habe ich mir noch gemerkt. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Quark, Quark. Nee, ich bin Frosch, ich muss quarken. So, jetzt habe ich einmal den Joke richtig rübergebracht. Boah, er muss nochmal quarken. Das ist voll Hardcore-Frosch. Der ist super Hardcore-Frosch. Degen erhalten. Degen. Degen. Oh, das ist aber nur schlechter. Ne? Aber sogar der Dolch besser. Wow. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich in Ahnung kann? Ich mir nichts aus, was den Jagerring habe ich auch noch. Da ich so oder so nur den Heilzauber habe, welchen ich aber, ich glaube, ein bisschen besser. Heilsirup stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP und MP vollständig auf. Das werde ich wahrscheinlich nicht. Oh, da habe ich noch meine ganzen Kraftwasser. Ui, ja, ich habe ich aber gesucht. Okay. Dann setze ich sie gleich ein. So. Das sollte aber trotzdem einmal reichen, was ich so habe an Zeugs. Ansonsten ich speichere hier gleich mal ab. Wenn ich verrecke, kann ich es gleich nochmal machen. Ich glaube nämlich, der Bosskampf hat doch etwas Hardcore. Ja, aber mal schauen. Es ist ein Fisch. Gut, bis hierhin ist noch nie jemand hervorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Super Erdbebenfisch. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Das erinnert mich irgendwie an jemanden, der auch ziemlich blau ist. Deine Erdbeben stören uns. Also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Ja, Fisch. Satyrfisch, okay. Interessant. Da mein Speedy, genau. Vielleicht schaffe ich es, dass ich zweimal dran komme, um ihn dann zu schlagen. Das kann natürlich sein. Aber macht 14 Schaden, das ist auf jeden Fall mal heftig. Komme ich nochmal dran? Nein, wahrscheinlich nicht. Megabeben. Ui. 20. Auf jeden Fall, ich komme vor ihm dran. Das ist das Wichtige. Ich komme immer vor ihm dran. Jetzt muss ich mich heilen, weil wenn er nochmal das Mega-Erdbeben ansieht, dann bin ich weg. Kann mir richtig gut vorstellen. Das heißt, mein Jagerring bringt mir im Megabeben. Bringt mir im Grunde jetzt relativ wenig noch. Ich heile mich gleich nochmal. Einfach zweimal heilen, weil ich es kann. Dann hau ich einfach wieder voll derbe drauf. Oh, Schock. 37! Nun, das ist jetzt schmerzhaft. Okay, jetzt. Das ist jetzt wirklich schmerzhaft gewesen. Oh ja. 10, okay. Kann ich noch einmal draufschlagen? Ich hoffe halt einmal, dass es funktioniert. Schock. Er macht so viel Schaden mit seinem Schock. Das ist abnormal. Jetzt macht er Megabeben, jetzt kann ich mich nochmal heilen. Ernsthaft, das Hochheilen ist relativ schwer jetzt. Zum Glück habe ich noch genug genügend MP. Jetzt kann ich noch einmal draufhauen. Megabeben, jetzt kann ich mich wieder heilen. Ja, das ist halt so ein Heilspiel am Anfang, kommt mir zumindest vor. Später wird es dann schon relativ leicht mit dem Ganzen. Da habe ich dann mehrere Charaktere, kann der eine drauf, der andere heilt. Das ist dann nicht mehr das Problem. Aber hier am Anfang ist es leider noch das Problem. Kloppi, klopp, klopp, ja. 41. Und geschafft, gut. Gedacht, er hat noch mehr HP. 500 und 500, das ist auch schön. Autsch, aufhören, ich gebe auf. Es wird keine Erdbeben mehr geben, versprochen. Ich werde ihm sie mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Oh, armer Fisch. Kommt's voll, hätte ich Tenshi verkloppt. Ernsthaft. Gut. Hoffen wir einfach mal, dass er die Wahrheit gesagt hat. Was anderes bleibt uns ja nicht über.
Außer, dass wir uns jetzt zurückbegeben. Ja. Mehr haben wir hier nicht mehr zu finden. Wir haben schon alles gefunden, was es zu finden gab. Ja. Ja. Gut. Falsch so. Ja, hier gab es ja sonst nichts mehr. Dann kann ich eigentlich eh wieder raus. War nur nochmal am Überlegen, ob ich vielleicht doch irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Und wenn schon, Pech gehabt, schalte ich über. Da, kämpfen. Kämpfen, weil ich es kann. Wow. Ein Schaden. Halleluja, macht ihr wenig Schaden jetzt auf einmal. Aber sie geben trotzdem noch gute XP. Das verändert sich zum Glück nicht. Und wir sind draußen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht einmal mehr, wozu ich das gemacht habe jetzt. Ich dachte, du wärst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass du zur Seehöhle gegangen seist. Eine junge Frau? Hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie sagt sie. Ja, nicht hübsch. Hübsch. Okay. Dann gehen wir uns einmal heilen. Das ist einmal das Erste, was ich hier mache. Ja, die Erdbeben sind vorbei und um 10 Goldmünzen. Überall sind es 10 Goldmünzen in der ersten Stadt, merke ich gerade. Ja, yeah, super heilen. So, tschüss. Shop hier. Shop, hallo. Hallo, Shop. Waffen, was kann ich mir hier kaufen? Dolch, den habe ich ja schon, die Peitsche. Weiß ich nicht. Werde ich jetzt gleich darauf zurückkommen. Das werde ich jetzt noch nicht kaufen. Magie. Ach, wisst ihr was, da komme ich erst später drauf zurück. Weil es gibt noch eine Sache, die ich jetzt machen soll, und zwar diese Frau verfolgen. Ich habe mich wirklich richtig erinnert, dass ich den Typen einfach nochmal anreden muss. Verwunderlich. Gut, das heißt, hier nochmal so Pfeil schießen und so. Hier so das Ding da nochmal nehmen, da rein. Das hier nochmal nehmen, das hier rein. Und das hier einfach so hier in einem Chat. Hier rein. Und ratet, was ich jetzt mache. Ein Cut. So, Cut gemacht und ich glaube, ich muss einfach nur geradeaus gehen. Oder haben wir noch diese Bioblobs hier so? Bio, ich bin Bioblob, hallo. Bioblob war mal. Du machst viel Schaden. Das erinnert mich schon wieder an etwas. Wieso müssen die alle 4 Schaden machen? So. Ah! Ui. Shaku! 2 neue Gegner. Da kann ich jetzt schön einmal das hier einsetzen. Bomba! Okay, der eine ist weg und der macht 8 Schaden. Oh, das ist doppelt so gut. Und tschüss. Macht trotzdem noch viel zu viel Schaden. Für die. Shaku! Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja? Dieses Licht bringt eine Macht, die die Welt zerstören könnte. So hat es mir jemand erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum musst ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber ist es dir denn nicht auch aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen, ohne diese Kunst je erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Shaku? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden... Also, du wirst hier bleiben. Ups. Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tier. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tier. Lauf hier nicht so herum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Tier. Gott, noch ein Goblin an dich herangezogen.
Hör auf, sie zu rapen! So. Mit dem. Bist du verrückt? Danke, Schako. Es tut mir so leid. Ich. Ist schon gut hier. Wir werden zusammengehen. Einverstanden. Ja, weil sonst macht sie uns noch mehr Ärger. Super. Jetzt haben wir ein nerviges Weib bei uns dran auch noch. Könnte man so mit einer Bratpfanne kämpft sie. Das soll eine Verarschung sein hier, oder was? Das Waschbrett ist schlechter sogar. Solch ein Ding kann sie nicht ausrüsten. Okay. Tschüss. Ich bin hier raus. So, und dort, wo wir jetzt nicht weiter konnten, wo ich gar nicht einmal war, können wir jetzt, glaube ich, auch weiter. Weil wir mit hier jetzt zusammen sind. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich machen musste. Einen Fisch verkloppen, damit ich mit Tia herumlaufen kann. Und das ist wunderschön, dass ich in der Stadt mit mir so herumlaufen. Ich liebe das einfach, wenn die Charaktere einem so hinterherlaufen. Das finde ich einfach so geil gemacht. Egal welches RPG, ich finde es einfach nur richtig geil immer. So, Shop. Dann gehen wir gleich einmal eine Peitsche für dich kaufen. Damit du jetzt nicht mehr so, nee, ich laufe mit einer Bratpfanne herum. So, du hast das ausgerüstet. AG steht für ausgerüstet, das habe ich jetzt auch mittlerweile kapiert. Hm, die Mütze kann ich mir ausrüsten. Das Tablett. Stirnband. Und die Mütze für mich. Dann verkaufe ich hier noch ein paar Zeugsachen, Dinge ins Hausen hier so. Dolch brauche ich nicht mehr. Die Bratpfanne brauche ich jetzt nicht mehr. Das Haarband brauche ich nicht mehr. Das Waschbrett und den Degen brauche ich nicht mehr. Ja. Dann kaufe ich mir vielleicht noch hier ein paar Kraftwasser, vielleicht so 13 Stück, sollte mal reichen. Und den Rest werde ich für was anderes ausgeben. Magie. Mein bester Freund. Yay, Zauber. Sie hat bereits schon stark. Und Funke. Werde ich mir Wasser. Zauber. Narkose hat sie auch. Uiuiui. Den Tropfenspell werde ich ja auch noch lernen. Aber dem Hauptcharakter, Maxim eigentlich, werde ich es jetzt, also Schako werde ich es jetzt nicht geben. Ja, das ist das hübsche, das ist die hübsche junge Frau, von der ich dir bereits erzählt habe. Ja gut, also haben wir sie die richtige gefunden, ansonsten hätte uns vielleicht eher noch gesagt, nee, es ist die falsche. Der pennt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, kann ich so mit ihm reden. Du hast den Fisch besiegt, dank dir kann ich wieder in Ruhe schlafen, gute Nacht. Er geht auch wieder nur pennen. Schlafsack, ey. Sonst hat er nur in Erdbeben schlafen müssen. Gut, dann schauen wir noch, vielleicht gibt es hier irgendetwas Verstecktes. Ich kann mich ja wirklich nicht mehr so gut erinnern. Boy, viele Blobs hier. Tropfen einfach mal auf alle. Was ist? Ah, genau, R war das. R kann ich auf alle auswählen. Das erledigt wenigstens zwei von denen. Du hast den dritten. Ja, bevor die angreifen können, greift also nur noch einer an. Das ist auch wunderschön. Klatschung. Yay. So. Hier ist vielleicht irgendwas. Nein, hier ist nichts. Hier ist hier irgendwas. Nee, da ist Insekten. Und du, was kannst du einsetzen? Du kannst Flammenfluss einsetzen. Wow. Du setzt einfach Funke ein auf alle. Das dürfte eigentlich, glaube ich, eher alle erledigen, weil die alle etwas sensibel dagegen sind. Nein, er hat das überlebt. Aber jetzt auch nicht mehr. Gut, die Zornpunkte hebe ich mir jetzt doch lieber wieder auf. Und hier ist nichts. Hier dürfte auch nichts sein. Da war das Dorf dort unten. Mann! Okay, jetzt kann ich die Zornpunkte hier mal nicht aufheben. Jetzt einfach draufhauen. So. Und Level Up für Schako wieder. Sehr schön. Er wird auch immer wieder stärker. Nee, Insekten. Einfach mal draufhauen, schauen, was passiert. Tod. 15 Schaden. Du kannst auch noch 15 Schaden machen, Tier. Ey, Gift. Böse. Das ist richtig böse. Haltet sich mein Charakter gleich mal auf den Kopf, weil er denkt, nee, Gift. Gift ist scheiße, nee. So, dann setzt du auch gleich deinen Zauber hier ein. So eine Narkose war ja was anderes. Den Zauber habe ich gar nicht drinnen, merke ich gerade. Ach, dann sei vergiftet einfach. Gut, Tempel nach Lunaria. Was hast du zu sagen? Viel Glück auf eurer Reise nach Lunaria. Jetzt können wir auch hier durchgehen. Das konnten wir nämlich zuvor nicht.
Bin ich immer noch vergiftet? Wahrscheinlich. Ja. Sehr schön, dass ich mir kein Gegengift gebe. Gekauft habe ich es mir nicht, aber gefunden habe ich es ein paar Mal, merke ich gerade. So, dann schauen wir uns noch ein paar Gegner hier an. 1, 2, 3, 4 oder so. Ach, ihr seht immer noch die. Ist spannend. Und 15 Schaden, komm. Oh, 14, du bist ja auch immer schlechter hier. Du sollst stärker, nicht schwächer werden. So, mal schauen. Oh, da ist ein Baum. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich dort vorfinde. Ich glaube, ich weiß es. Und dort werde ich dann noch den Part abcutten. Aber bevor wir das Ding dann dort holen. Das heißt, wir... Genau, Wunderwald. Das heißt, wir sind jetzt im Wunderwald. Und wir sehen uns das nächste Mal hier und finden heraus, was wir hier finden werden. Bei super lustiger Musik. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Lufia 2 wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.